Willkommen zurück in Paradise Lost. Sind da noch Babys drin? Ich muss erst mal gucken. Wo sind alle hin? Also sind die wirklich gegangen? Oder was? Naja, mal schauen. An Oberdienstleister Leiter Max Pfeiffer, zuständiger Zivilkommandant des Bunkers der Gesellschaft. Ich möchte Sie darüber informieren, dass Ulrika Haas, eine unserer Erzieherinnen, ihre Unzufriedenheit über die Zustände an unserer Schule immer stärker zum Ausdruck bringt. Sie findet, dass eine gemütliche Umgebung, hervorragendes Essen, spielerisches Lernen, regelmäßige körperliche Ertüchtigung, reichlich Freizeit und die modernste medizinische Versorgung nicht für Slaven zugänglich sein sollten. What? Sie beschwert sich darüber, dass ihre eigenen Kinder Arier, die ihre Herkunft mindestens über 7 Generationen zurückverfolgen können, unter bescheideneren Umständen und ohne eine so umfangreiche pädagogische Erziehung leben müssten. Außerdem werden ihre Entwicklung erheblich dadurch beeinträchtigt, dass sie sich wegen der feindlichen Bombenangriffe in den Bunkern verstecken müssen. Dr. Hans Fuchs, erzieherischer Leiter. Ja, okay. Oh Gott. Mit dieser Zweiklassengesellschaft. Was ist mit den Menschen los? Was ist das hier? Schönes Licht, gefällt mir. Schönes indirektes Licht, sehr, sehr nice. Ruhe bitte. Ja. Knowing this place, it can be anything. Yes, I do. Huch, übersprungen. Okay, then. Mach jetzt, ich will das sehen, alles. Hier wurden die Babys rausgepresst. Befruchtet. It's horrible. I knew coming in here was a bad idea. Mit wessen Spermien, bitte? Ja, zumindest wirst du dann erfahren, wer dein Vater ist. Oh Gott. Oder ich sag mal eher der Erzeuger, ne? Vater ist was anderes. So. Sehr geehrter Herr, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf eine Angelegenheit richten, die ich als äußerst wichtig für das von Ihnen beaufsichtigte Programm erachte. Die neuesten Forschungsergebnisse von Helga Goebbels zeigen, dass das Erlernen von Musikinstrumenten einen höchst positiven Effekt auf die Intelligenz und insbesondere auf die linguistischen Fähigkeiten sowie die Raumwahrnehmung von Kindern hat. Die Ergebnisse und Methoden dieser Forschung finden Sie in der faszinierenden Dissertation von Helga Goebbels. Das junge Fräulein hat sie unter der Anleitung meines Ehemannes verfasst und wird ihre Schrift bald verteidigen. Aus diesem Grund erbitte ich für das Wohl der angemessenen geistigen Entwicklung unserer jungen Kolonisten einen Konzertflügel in die Versorgungsgüterliste für die Kolonisten aufzunehmen. Dieses Instrument ist optimal, um Tonleitern zu üben und somit alle Türen in die Welt der Musik zu öffnen. Mein Ehemann unterstützt diese Idee mit großer Leidenschaft. Lalala, Rute Sonnenbruch Hartmann. Oh, das ist ein sehr interessantes Bild hier. Nö. Was war das denn für ein Geräusch? Oh Gott. Diese...
Also die Kreuze hier auf den... auf den Bildern. Hier Atombombe. Dieses Knarren gerade war richtig gruselig. Okay. Weiter. I think this is the way out. From the looks of it, the control room should be just beyond the dam. Okay. Notausgang. There was a merry-go-round like that near my house. My mom never let me play on it. If you want, we can come back here later. No, that's okay. Okay. It's never easy, is it? We'll have to find a way around. Here. Ein Jahrmarkt oder? What is this place? Ella? Irgendwie schön. I grew up here. What? Didn't you say that you grew up in the village in the mountains? Oh. I did. And you thought this was it? Shimon, this isn't funny. What is going on here? I don't know. Okay, es wird immer spannender, Leute. Ja, dann... Also ich hoffe, dass Eva natürlich am Leben ist und nicht irgendeine KI in irgendeinem Computer. Aber das, tja, werden wir herausfinden. Voll schön hier irgendwie. Also wenn das jetzt draußen irgendwo wäre, würde ich das richtig cool finden hier. Ich mag sowas. Was auch immer das ist, aber ich mag sowas. Es erinnert mich an irgendetwas. Are you sure this is the place? It is. At least I think it is. I don't know what to believe anymore. Was ist das hier? Warum ist denn hier so komische leuchtende Staubkörner. Okay. O mächtiger Wellis, die alte Piasnik gönnt dir das Opfer nicht, hat sie selbst gesagt. Hat ihrem Ehemann gesagt, dass er dumm ist, weil er dir Fleisch gibt. Hat gesagt, er hätte dir eher Brot geben sollen. Die Alte teilt doch nur, damit keiner sie für geizig hält. Bitte bestrafe sie, mächtiger Wellis. Sie hat es verdient. Ich bin deine treue Dienerin und verdiene Belohnung. Ich wünsche mir Gesundheit, Reichtum und den Ring mit dem roten Edelstein, den die Piasnik von den Deutschen geklaut hat. Die Alte verdient den eh nicht. Alter, was ist das denn für ein dummes Menschlein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ja, komm. Oder sind hier die es gab doch drei Ebenen. Einmal die Kinder, die extrem schlau waren, die dann irgendwie, was ich für eine Ausbildung bekommen haben. Dann die für Gartenarbeit und irgendwie Landwirtschaft und so weiter waren. Und dann gab es ja die C-Kategorie. Und kann es sein, dass hier die C-Kategorie abgestiegen ist? Deswegen auch dieser dumme Brief. Dass hier quasi die Leute landen, die keine Autisten sind, sondern einfach nur geistig unterbemittelt. Und hier quasi leben, aber das wäre ist halt Quatsch, weil Eva ist ja auch nicht dumm. I wonder what happened to all the people who lived here with me. Ja, gute Frage. It looks like they're gone for good. Keine Leichen, also sie müssen gegangen sein, selbstständig. So, mal gucken. Bau eine Statue. Als wäre das keine große Sache. Ich habe in meinem Leben schon jeden möglichen Schwachsinn zusammengezimmert,
als ich eine Sommervilla für den Polizeioberhauptmann in Oswiecim verkleidet und überdacht habe, wäre er vor Verzückung beinahe in Ohnmacht gefallen. Nur deshalb haben die mich nie ins Lager gebracht, anders als meinen Vorgänger, der den Auftrag vermasselt hat. Diese Gebilde, die ich außerhalb von Lgotha für die Untergrundbunker gebaut habe, in denen die Parteigänger von Major Dali Dali lebten, haben eine komplette Bombenladung überstanden. Aber eine Statue? Ich bin doch kein holzhackender Kunstschnitzer. Nein, ich bin Zimmermann, verdammt. Lucian weiß vielleicht alles über die Götter, aber er hat absolut keine Ahnung von Holz. Doch wenn die Götter auf seiner Seite sind, sollte ich besser keinen Aufstand machen. Da bleibt mir wohl kaum eine andere Wahl, als diese dämliche Statue für ihn zu bauen. Sieht doch gut aus. Ist das seine Statue? Ja, okay, weiter. So, also es ist voll schön hier, definitiv. Kann man hier hoch? Nein. Oder? Nein. What's here? This is where we used to gather. My father performed rituals at that altar. Rituale, huh? They were preparing a ritual for a successful journey. So they left without you? It looks like they didn't finish the ceremony. It's missing some offerings. Without them, the journey won't be successful. So, do you want me to finish the ceremony? You know what? Yes, I do. What do we need? Two things. An animal offering and a sacred item. What should we start with? Let's start with an animal offering. Where can we find something like that? We have to get creative. I have an idea. Go behind the stage. There's a workshop there. And we will find a food offering there? Sort of. Also die Ratten, ne? Okay. Warte, ich gehe jetzt erstmal hier noch gucken. Go straight ahead. Ja, warte. We can grab that sacred item since we are already here. Ja, okay. Hier gibt's das heilige Relikt, ja? Jetzt wieder ein Künstler. Aber hier sind nicht die Unterbemittelten. Nein, nein, nein. Die dummen Menschen sind hier nicht. Künstler und so weiter. Keine Ahnung. My hairpin. What does the hairpin look like? My father carved it in the shape of a bison. At least that's what he said it was. This is where I last saw it. Find it. I guess we'll have to find something else instead. How about the ring on the draw? Yes, ach, das ist der Ring. That could work. You just have to bless it, but that's not going to be difficult. Now let's look for an animal offering. Yeah, there's yeah. a workshop behind the stage. We'll find it there. I wonder what happened to that hairpin. Maybe they took it. No. They knew how important it was to me. I'm sure it will turn up somewhere. Also, hier hat Eva gelebt. Hier vielleicht? E.K.? Those are my initials. Aha. Did you do that? No, Antek carved it for me. He got such a talking to after. What does the K stand for? I don't remember. Voll spannend. Also das finde ich mega interessant hier gerade. So, da kann man irgendwie durchgehen. Aber hier, ich will mir das hier noch in Ruhe anschauen, weil hier muss irgendwie ein Tieropfer sein. Glaube ich. So, erstmal das lesen. Große Wellis.
Bitte segne mich mit dem Geschenk der Mutterschaft. Lass mich dabei zusehen, wie meine Kinder das Gehen und Sprechen lernen, wie sie heranwachsen und mich und meinen Ehemann im Alter unterstützen. Ich habe bereits versucht, mich selbst mit Primel und Leinsamöl sowie mit Mönchspfefferextrakt zu behandeln. Ein Kräuterheiler, mit dem ich befreundet bin, gab mir Mixturen aus Frauenmantel, Schafgarbe, Weinrautenblättern, Honigklee, Lavendel, Kalmuswurzel, Ringelblume, Hopfen und Hagebutte. Nichts hat geholfen. Die Jahre vergehen und ich fürchte, dass mein Schoß bald unfruchtbar sein wird. Wenn du mich mit Kindern segnest, werde ich dafür sorgen, dass sie dich bis ans Ende ihrer Tage verehren. Du bist meine letzte Hoffnung. Hinter dem Altar. Also auf der Seite vielleicht noch? Hier war ich schon, ne? Ne, hier war ich auch noch nicht. Doch, hier bin ich schon lang gelaufen. Ne, bin ich nicht. Stimmt gar nicht. Ich lüge. So. Doch. Baue eine Statue. Und da waren wir schon. Aber hinterm Altar... Hier, oder was? Von da kam ich, alles klar. Ne, gut, dann, muss ich wohl da durch. Durch dieses Loch. So we are not going to finish the ritual after all? I mean, if that's what you want. Nein, ich will... Hä? Aber ich weiß nicht, wo ich hier was finden soll. Hinter der Bühne, also hinter diesem Teil, soll irgendwo tierisches Blablabla sein. Ich weiß nicht wo. Oder muss ich hier noch mal kurz hoch? Moment. Ich muss irgendwie dahinter kommen. Nee. Oder ist da irgendwo eine Leiter vielleicht? Oh Mist, verdammte. Ja, schwierig. Hier komme ich nirgendwo hin. Ist hier irgendwas?
Ich raff's nicht, Leute. Wo soll denn hier was sein? Ich gehe da jetzt durch, ist mir egal. Hier muss irgendwo was Tierisches sein. Komme ich da wieder raus? Ich komme nicht zurück, ne? Oh nein. Dammit. Ein Schmetterling. What are those? What? Butterflies? Things around here can be beautiful, can't they? Kann ich nicht sowas mitnehmen? Voll schön. Ja, da machen wir halt kein Ritual. Ist auch egal jetzt. What's here? Something isn't right about this place. What do you mean? I just don't remember. Okay. Glasscherben? Irgendwelche Spiegel oder sowas? Your photo fits the empty space, but that doesn't make any sense. It would mean that the baby is you. Offensichtlich, ja. It must be your father's, Lucian's study. Mm-hmm. My dear friends, now that's not it. Bracia i siostry. Yes, much better. Bracia i siostry. Recently, there have been many events that have left us at a loss for words. Things that lack any rational explanation. Recoveries from illness that seemed impossible. The appearance of farm animals that were thought to be extinct. I have long believed that someone has been watching over us. Still, I was afraid to share my thoughts. That is, until now. Lucian! Fate has brought us here, to the land of Veles, the Slavic god of water and the underworld. Lucian, Obiad. Give me a moment, please. You know, I get nervous before these things. I'm sorry, just hurry up, it's getting cold.
Brüder und Schwestern. Wir wissen nicht, wann wir diesen Bunker verlassen können. Wir müssen für uns selbst sorgen und es freut mich von Herzen, jeden Tag aufs Neue zu sehen, wie der Geist der Kameradschaft noch immer unter uns weilt. Es sind Dinge geschehen, die rational kaum zu erklären sind. Lawrence Pieniecek hat eine neue Uniformjacke gefunden, als seine alte nicht länger geflickt werden konnte. Spanuschowa fand eine neue Hake, nachdem ihre alte zerbarst, und Jedrek Pletkov kam wieder zu Gesundheit, obwohl wir nicht wussten, welche Krankheit ihn heimgesucht hatte oder wie wir sie hätten heilen können. Und das ist längst nicht alles. Ich habe das Gefühl, dass jemand über uns wacht, und vor kurzem hat er uns ein Zeichen gegeben. Der verwobene Pfad des Schicksals hat uns ins Königreich von Veles, dem slawischen Gott der Gewässer der Unterwelt, doch auch des Gesangs und der Poesie geführt. Ich habe das Gefühl, dass er es ist, der hinter all diesen Wundern steckt. Er schickt uns Zeichen, damit wir glauben. Lasst uns einen Altar und eine Statue errichten, um ihn zu ehren und uns seine Gunst und seine Unterstützung zu verdienen. So, raus aus dieser Welt. Hm. Ist voll schön hier, also es gefällt mir. Can we talk about what just happened? I don't think I want to. Let's just focus on our goal. The control room should be close. Yeah. Sure. You said you lived here with other people? As far as I remember. Where did they all go? They must have left just before you got here. I don't think you're telling the truth. Hmm. Das sieht aus wie Gräber, oder? You grew up here, underground. Do you remember the world outside? Sure I do. Before the bombs hit, I had a normal life on the surface. Before the bombs hit? Wasn't that like 20 years ago? That doesn't make any sense. Ich sag doch, sie ist eine KI. So, was haben wir hier? Wir finden bestimmt gleich ein Grab von Eva, oder? Fehlt ein Foto. Okay, also das ist der sogenannte Friedhof dann hier. Ich meine, der ist also für einen Friedhof sehr schön gestaltet. Also es wirkt nicht so düster wie normale Friedhöfe, die man so kennt. Also das hier finde ich wirklich, das ist richtig schön. No. Was denn? That was your friend, wasn't it? Was he really so young when it happened? Then what happened? Eva? Hallo?
Gott, oh Gott. Du sprichst mit einem Geist. Oder so. Mal gucken. Oh, guck mal, da ist ein interessantes Licht und wir kommen jetzt zum Ende, ihr Lieben, und ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao.